Ich stehe hier in einer Energiezentrale und in meinem Hintergrund seht ihr einen sogenannten Elektrolyseur, also eine Maschine, die mit der Hilfe von Strom Wasser in seine einzelnen atomaren Bestandteile spaltet. In diesem chemischen Prozess entsteht also Wasserstoff und Sauerstoff. Wasserstoff kann dazu genutzt werden, um in der Industrie die ganz energieintensiven Prozesse zu dekarbonisieren, also dass es wirklich schwierig ist, mit anderen Stoffen zu machen. Und in der Mobilität natürlich dafür sorgen, dass man mit Brennstoffzellen Autos, LKWs oder auch Schiffe antreibt. Und mit Wasserstoff kann man auch fossiles Erdgas ersetzen, indem man ihn, so wie hier bei uns im Projekt, in das Erdgasnetz einspeist. Das Besondere hier in der Energiezentrale ist, dass wir den grünen Wasserstoff produzieren. Das heißt, der Wasserstoff wird produziert mit Überschuss aus Photovoltaikanlagen, die sich auf den Dächern dieses Gebäudes befinden. Ein weiterer Vorteil bei uns im Projekt ist die innovative Nutzung der Abwärme bei der Wasserstoffproduktion. Die Wasserstoffproduktion hat einen Nachteil, den wir bei uns zu unserem Vorteil nutzen. Dieser Nachteil besteht in den hohen Verlusten. Verluste in der Energietechnik sind aber zum ganz großen Teil Wärmeverluste. Und die können wir nutzen, um das angeschlossene Gebäude zu heizen. Um das Ziel eines klimaneutralen Stadtquartiers hier in Esslingen am Neckar zu erreichen, wurden auf allen Gebäuden Photovoltaikanlagen installiert. Mit diesen Photovoltaikanlagen werden die Mieter mit Mieterstrom versorgt und in dem Gebäude, in dem wir uns jetzt befinden, in D0, dem dritten Bauabschnitt, wird der Strom aus der Solarenergie nicht nur für Mieterstrom, sondern auch für die Produktion von grünem Wasserstoff in unserem Elektrolyseur benutzt. Die Energieversorgung und das ganze Konzept in unserem Zukunftsquartier Lok West in der Esslinger Weststadt besteht aus vielen Bestandteilen. Photovoltaikanlagen, Wasserstoffproduktion, Blockheizkraftwerken, also der gesamten Sektorenkopplung von Strom, Wärme und Mobilität.